Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Minimalismus-Challenge-Video. Ich habe mir heute überlegt, dass ich euch gerne mitnehmen möchte, wie ich die Küche ausmiste, weil ich nämlich gerade sowieso dabei bin, sie zu putzen und aufzuräumen. Und ich habe euch ja im letzten Video den Tipp gegeben, dass wenn ihr sowieso dabei seid, aufzuräumen, ihr eigentlich auch gleich ausmisten könnt. Und diesen Tipp wollte ich mir eben heute auch nochmal selbst zu Herzen nehmen. Deswegen miste ich heute gleich aus und ich bin gespannt, was so zum Vorschein kommt oder ob überhaupt gar nichts zum Ausmisten dabei ist. Mal gucken, ich denke aber schon. Auf jeden Fall will ich keine Zeit verlieren und lege direkt los. Deswegen nehme ich euch jetzt mit in die Küche, also da hinten hin und wir sehen uns gleich. Etwas, was gerade ein bisschen tricky war. Das hier ist noch nicht ganz optimal, das muss ich gleich noch ein bisschen verbessern. Auf jeden Fall habe ich gerade Besteck ausgemistet. Das ist das, was wir noch behalten werden. Und das habe ich gerade ausgemistet. Ich werde aber Christian noch fragen, wie er das findet oder ob er da an irgendwas hängt oder was auch immer. Aber ich glaube, das meiste habe ich in unseren Haushalt mitgebracht damals. Auf jeden Fall fand ich, dass das auch ein bisschen viel war für uns beide und ja, mit Besuch, der dann mal kommen würde, würde das immer noch ausreichen. Beziehungsweise, ich glaube, man könnte sich auch mal etwas Gutes gönnen. Ich habe, seitdem ich ausgezogen bin, und das ist schon sehr lange her, noch nie Besteck gekauft. Das heißt, das waren alles so Restbestandteile von meiner Mama oder meiner Tante. Und ja, Christian hat ja auch noch was mitgebracht. Und ich finde, das ist alles nicht mehr so schön. Noch geht das, aber wenn wir doch mal eine größere Wohnung haben oder was auch immer, wenn die es auch nicht mehr tun, dann würde ich vielleicht mal etwas Hochwertigeres kaufen. Und das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich jetzt hier so ein Geschirrtuch runtergelegt habe, weil diese Schublade, die ja, macht man immer mit so einem Schwung hier in den Schrank wieder zurück und dadurch knallen die Messer immer hier hinten an diesen Rand und eben habe ich das Ganze ja sauber gemacht und hier waren ganz viele Holzspäne, weil das irgendwie alles abplatzt, natürlich mit jedem Ruckeln. Jedenfalls habe ich hier jetzt ein Handtuch runtergelegt, was noch nicht ganz so schön ist, aber das soll so ein bisschen die Stöße abdämpfen, sodass hier nicht wieder das Holz so abplatzt und den ganzen Besteckkasten dreckig macht. Und außerdem, diese Vorrichtung hier hat nie so wirklich gepasst. Also die Messer sind dann irgendwann hier rüber gerutscht und die Löffel und die Gabeln darüber. Alles war durcheinander, deswegen habe ich jetzt ein Handtuch runtergelegt und das stoppt das so ein bisschen. Hat aber diese Vorrichtung noch weniger passend gemacht und kam gerade immer die ganze Zeit so hoch. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Was mache ich denn da? Und habe jetzt ganz spontan einfach meine Bastelklebepistole geholt. Was anderes fiel mir gerade nicht ein. Und habe die Vorrichtung jetzt mit Heißkleber festgemacht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Das ist jetzt bombenfest und hier kann nichts mehr rüberrutschen. Und das finde ich gerade ganz, ganz toll. Ich hätte das schon viel früher machen sollen. Ja, und das Gute ist, das kann man ganz leicht wieder lösen. Das heißt, wenn wir ausziehen, dann kann man das gleich wieder leicht wieder abmachen und nichts ist kaputt. Ja, das freut mich. Ich mache jetzt mal weiter. So, die erste Hälfte der Küche ist fertig. Ich habe also den Schrank hier aufgeräumt und vor allem ausgemistet. Da lasse ich Christian noch mal drüber gucken, was er behalten möchte oder wo er der Meinung ist, dass wir es doch benutzen. Und ansonsten alles hier schon geputzt und nichts weiter ausgemistet. Und jetzt
fange ich mit der Seite an und da sehe ich ganz viele Postkarten, die ich wunderschön finde und zugeschickt bekommen habe von Familie und Freunden oder wo ich selbst war. Und ich finde das ein bisschen schade, weil die natürlich hier, wenn gekocht wird, nicht nur einstauben, sondern auch durch ja, heißes Wasser sich wölben. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, es sind über 100 Postkarten, glaube ich, geschätzt, die alle mal abzumachen und zu entstauben und auszusortieren. Also ich habe auch Postkarten dabei, die ich mal einfach so mitgenommen habe, aber jetzt gar nicht so wirklich schön sind. Also das heißt, irgendwelche Postkarten, die so in Bars ausgelegen haben, aus Berlin oder eben Stralsund, da wo ich öfter bin. Und da würde ich die dann eher aussortieren, weil ja hinten auch gar nichts draufsteht. Und dann wirklich nur die Postkarten behalten, die wir von Freunden und Bekannten und von der Familie zugeschickt bekommen haben. Und ich habe mir überlegt, ich werde die Postkarten laminieren, damit sie eben noch viel länger halten und auch das Geschriebene nicht kaputt geht. Und dann würde ich die auch wieder an die Küche ranpinnen, weil ich finde das ganz schön und das macht das Ganze ein bisschen gemütlich und bunt. Ja, so ist der Plan. Ich guck mal, wie weit ich komme. So, wie ihr seht, habe ich euch jetzt zur anderen Seite der Küche gedreht, damit ihr auch was mitbekommt. Ja, jetzt lege ich mit dieser Seite der Küche los, also hier so um die Bretter und dann eben die Postkarten. Habe ich die ganzen Postkarten jetzt alle abgemacht. Ich habe die auch schon sauber gemacht, also entstaubt. Und das sind echt wahnsinnig viele. Ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf. Aber es war richtig schön, so die alten Postkarten zu lesen. Es sind sogar welche dabei, sie sind über 10 Jahre alt. Was ich auch ganz toll fand, war, dass da einige Postkarten bei sind, die ich mir selbst geschrieben habe. Das wollte ich euch mal so als kleinen Tipp geben, wenn ihr mal irgendwo seid, schreibt euch mal selbst eine Postkarte, weil das nämlich wirklich total schön ist, wenn man die dann später nach Jahren liest. Ich mache das oft so, dass ich dann so etwas schreibe wie, kannst du dich noch erinnern heute, warst du da und da? Und meistens sind das dann eben auch persönliche Texte und ich habe das auch irgendwie ganz vergessen, dass ich das früher ab und an gemacht habe. Ich sollte das wieder einführen, wenn ich wieder unterwegs bin und ja, mach das doch einfach mal, das ist ganz cool. Allerdings, was etwas weniger lustig und schön ist, ist, dass ich hier eine Postkarte gefunden habe. Die hat mir Christian mal geschrieben aus Ghana, weil er war ja öfter in Ghana unterwegs für seine Doktorarbeit. Und ich habe mich total gewundert und dachte, er hat mir die doch nicht mitgebracht und leer gegeben. Das kann ich mir nicht vorstellen, zumal hier auch eine Briefmarke drauf ist. Und hier ein Stempel, dass das per Luftpost angekommen ist. Auf jeden Fall ist die komplette Schrift weg. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich denke, das ist tatsächlich durch den Wasserdampf passiert, weil die hing über dem Wasserkocher und ich werde die nachher Christian mal geben. Und er findet das sicherlich genauso traurig, aber vielleicht schreibt er sie mir nochmal mit einem anderen Text. Umso besser ist es, dass ich die jetzt alle einlaminieren möchte. Und ein paar habe ich jetzt auch schon aussortiert, weil die eben nicht ganz so schön sind. Beziehungsweise die hier ist auch eine Australienkarte. Die habe ich mir damals einfach nur mitgenommen, habe aber nichts draufgeschrieben und so schön ist die jetzt auch nicht. Außerdem habe ich ganz, ganz viele Australien-Postkarten hier. Ich mache das jetzt mal sauber und dann laminiere ich die Postkarten.
So, wie ihr seht, bin ich kurz zurück am Schreibtisch. Ich mache nämlich gerade eine kleine Laminierpause und ich wollte die Chance dazu nutzen, um mich bei euch in diesem Video zu verabschieden, denn ich werde jetzt eigentlich nur noch staubsaugen und wischen und ich denke, ich muss euch da nicht zu mitnehmen und nebenbei noch ein paar Postkarten laminieren. Auf jeden Fall habe ich, wie ihr gesehen habt, eine Menge aussortiert, ein bisschen Besteck, ein paar Küchenutensilien und auch Postkarten und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal wieder ein bisschen motivieren und inspirieren, vielleicht eure Küche jetzt auch mal auszumisten. Braucht ihr das alles? Benutzt ihr das alles noch? Und vielleicht nebenbei eure Küche auch noch mal ein bisschen neu zu dekorieren, damit ihr euch wohler fühlt. Denn das gehört ja auch zum Minimalismus dazu, dass man eben sich die Räume so schafft, dass man sich darin wohlfühlt. Und weil ich jetzt noch einiges vorhabe, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Und Heimo. Gerade gar keine Zeit, leider. 2 Sekunden, ja?